Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Wir haben diese Aussprache begonnen mit einer Rede in leichter Sprache und ich will daran anschließen, aber ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Der Verein Netzwerk Artikel 3 hat sich vor vielen Jahren eigentlich schon die Mühe gemacht und versucht, in leichter Sprache zu erklären, was das Behindertengleichstellungsgesetz denn eigentlich ist. Und ich zitiere: Hier steht, wie der Staat mit behinderten Menschen umgehen muss. Das Gesetz soll helfen, dass behinderte Menschen wegen ihrer Behinderung nicht schlechter behandelt werden als nicht behinderte Menschen. Zitat Ende. Es steht da auch zu lesen, und das war 2003, diese Übersetzung in leichter Sprache, was die Betroffenen von dem Gesetz halten und was sie von diesem Gesetz erwarten. Ich zitiere nochmal, da heißt es: Viele behinderte Frauen und Männer hoffen, dass das Gesetz ihnen hilft. Die einen sagen, das bringt ja eh nichts. Die anderen hoffen, dass sich durch das Gesetz alle Schwierigkeiten behinderter Menschen wie von selbst in Luft auflösen. Das war, wie gesagt, 2003 und jetzt, 13 Jahre später, können wir sagen, das Gesetz hilft tatsächlich Menschen mit Behinderungen in unserem Land. Wir können aber auch sagen, es haben sich eben nicht alle Schwierigkeiten behinderter Menschen wie von selbst in Luft aufgelöst. Das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet die Träger öffentlicher Gewalt, insbesondere eben die Bundesbehörden, zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und zur Barrierefreiheit. Es hat also von vornherein einen sehr begrenzten Anwendungsbereich. Ich wiederhole in leichter Sprache, dort steht, wie der Staat mit behinderten Menschen umgehen muss. Aber wie sieht es eigentlich mit der Befürchtung der Betroffenen aus, dass das Gesetz sowieso nichts bringt? Auch diese Frage lässt sich heute beantworten, weil wir dieses Gesetz ja auf seine Wirkung hin ausführlich überprüft haben. Und im Evaluationsbericht, im Bericht, wie dieses Gesetz wirkt, steht, dass der Behinderungsbegriff veraltet ist, dass geistig und seelisch behinderte Menschen wenig beachtet werden, dass das Benachteiligungsverbot oft nicht wirklich wirkt und dass den Behindertenverbänden Ressourcen fehlen. Zusammengefasst könnte man also sagen, dass das Gesetz eben nicht in allen Bereichen gewirkt hat. Und deswegen, genau deswegen, wollen und müssen wir es weiterentwickeln. Für mich liest sich der jetzige Gesetzentwurf tatsächlich so wie eine Antwort auf den Evaluationsbericht, weil einige Punkte gut berücksichtigt werden. Der Behinderungsbegriff wird dem Behinderungsbegriff der UN-Behindertenrechtskonvention angepasst. Er ist nicht mehr defizitorientiert, das heißt, wir schauen nicht mehr auf das, was ein Mensch nicht kann, sondern wir schauen mehr auf das, was ein Mensch kann. Die leichte Sprache wird deutlich gestärkt. Die Bundesbehörden, und wir haben es schon einige Male erwähnt, sollen künftig mehr Informationen in leichter Sprache bereitstellen. Und damit wird insbesondere auf die Belange geistig und seelisch behinderter Menschen eingegangen. Und dass uns das allen hilft, das haben wir heute in dieser Aussprache auch schon gemerkt. Das BGG hat bereits geregelt, dass Träger öffentlicher Gewalt Menschen mit Behinderung nicht benachteiligen dürfen. Und hier wird noch einmal geschärft. Und die Behindertenverbände erhalten mehr Ressourcen. Es wird also eine finanzielle Förderung der Verbände, insbesondere der Selbstorganisation dieser Verbände, geben, damit sie auch wirklich einwirken können. Aber auf eines weist dieser Bericht auch hin, und das halte ich für wichtig, nämlich, dass die Bewusstseinsbildung das A und O der Inklusion und der Gleichstellung bleibt. Und ich möchte hier das positive Beispiel eines Bundesministeriums nennen, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. Bundesminister Dr. Gerd Müller hat damit begonnen, auf seinen Dienstreisen ins Ausland Menschen mit Handicap mitzunehmen und dort in den Partnerländern kleine Kongresse zu veranstalten, um auch dort die Gleichstellung, die Integration, die Inklusion voranzubringen. Und auch sowas darf Schule machen, meine Damen und Herren. Und auch in den Kommunen tut sich einiges. In meiner Heimatstadt zum Beispiel gibt es seit einigen Jahren das Projekt Regensburg inklusiv. Da wurde zum Beispiel eine Karte zur Barrierefreiheit erstellt mit einem Ampelsystem. Man erkennt dann sehr gut,
welche Orte in welchem Ausmaß barrierefrei sind oder eben nicht. Und ich gebe zu, da gibt es noch viel zu viele rote Ampeln. Es gibt da auch einen sogenannten Pflasterplan, auf dem man genau sieht, welche Plätze in dieser mittelalterlichen Weltkulturerbestadt denn barrierefrei am besten zu erreichen sind. Das ist nicht die Lösung, aber es ist natürlich ein Anfang, der uns dazu bringen kann, Lösungen zu finden. Man merkt also, dass durch Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung schon sehr viel passiert ist. Und wenn wir nur schon mal darüber nachdenken, bei welchen Orten nachgebessert werden muss, dann haben wir auch schon etwas erreicht. Aber es gibt selbstverständlich, und das bestreitet niemand, viel zu viele Orte noch in unserem Land, in denen es Barrieren gibt. Und wenn Sie, Frau Kollegin Rüffer, vorher das Beispiel eines Cafés genannt haben, bei dem es eine Barriere gibt und es als beschämend bezeichnet haben, dass ein Mensch mit Gehbehinderung dann nicht einfach drüber kommt, dann meine ich, dass es richtig ist, dass wir den Eigentümer dieses Cafés dazu bringen müssen, diese Barriere zu beseitigen. Ich hielte es aber für wirklich beschämend, wenn keiner diesen Menschen hilft. Und das ist nicht der Fall. Und ich glaube, auch das kann man in dieser Debatte sagen. Es gibt eine breite Bereitschaft in unserer Gesellschaft zu helfen. Und auch das, glaube ich, dürfen wir heute hier erwähnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollegin Freudenstein.